Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leider muss ich euch heute gleich schon am Anfang so ein kleines bisschen enttäuschen, denn das heute ist leider kein Häkelvideo. Aber nicht abschalten, wir basteln heute was ganz Tolles und wie soll es anders sein? Natürlich auch mit Wolle. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen, Halloween ist nicht mehr weit weg und daher wir basteln was Thematisches. Und zwar diese niedliche Girlande mit kleinen Fledermäuschen, mit kleinen Kürbissen und mit kleinen Geistern. Ich hoffe, das Tutorial gefällt euch und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Für unsere Halloween-Girlande brauchen wir Polyamid oder Polyacrylwolle in den Farben Schwarz, Weiß und Orange. Und dann noch eine Schnur zum Aufhängen. Hier nehme ich heute Baumwollgarn. Stärkeres Papier in Schwarz. Eine Schere. Eine Häkelnadel natürlich, die hilft irgendwie immer. Grünen Pfeifenreiniger, Kleber, der schnell trocknet. Ich nehme heute Sekundenkleber. Wenn ihr mögt, gerne auch schon eine Schablone für einen Fledermausflügel. Und irgendeine Art von Bommelmaker, egal ob gekauft oder selbstgemacht. Wie immer verlinke ich euch natürlich alle benötigten Materialien unten in der Infobox. Wir starten als erstes mit den Fledermausbällchen und brauchen daher unseren Pompom-Maker. Ich habe momentan den hier. Ich muss zugeben, ich komme nicht hundertprozentig klar mit dem. Ich hatte schon einen anderen, mit dem ich definitiv besser arbeiten konnte. Der hier ist zum Zusammenklappen. Ich hatte einen, der aus zwei Scheiben bestanden hatte vorher. Mit dem kam ich wesentlich besser klar und ich gehe mit dem hier eigentlich anders um, als man damit umgehen würde. Ich verlinke euch unten in der Infobox aber den ich davor hatte. Und dann brauchen wir natürlich die schwarze Wolle. Und wir machen jetzt einfach erstmal ganz klassisch einen schwarzen Pompom. So, schon jetzt arbeite ich anders mit dem, als man damit arbeiten sollte, aber irgendwie funktioniert es für mich nicht anders. Und dann wickeln wir erstmal Bahnen auf. Ich glaube, mein erstes Do-it-yourself-Video auf dem Kanal hier war tatsächlich ein Video, wie man Pompons machen kann. Ja, das Video ist sehr alt und sehr schlecht. Ihr müsst es euch nicht angucken. So, wir wickeln das jetzt hier richtig schön voll. So, ich glaube, mehr passt nicht drauf. Das ist auch ein bisschen so mein Problem mit diesem Pompom-Maker hier. Ich würde eigentlich gerne mehr Bahnen drauf wickeln, aber irgendwie lässt dieser Pompom-Maker hier das auf jeden Fall nicht zu. So, erst einmal nur leicht verknotet und dann beginnen wir das Ganze aufzuschneiden. Bei dem Pompom-Maker hier muss ich auch sehr aufpassen, dass mir die ganze Wolle beim Aufschneiden nicht wegrutscht. Daher finde ich den einfach nicht so ideal, muss ich sagen. Nochmal stärker verknoten. Hat schon ganz schön doll gefusselt. Und jetzt, es ist fast fertig, aber 100% ideal sieht das nicht aus. Deswegen stutzen wir das Ganze noch ein bisschen. So, ich denke, das ist relativ gleichmäßig rund. Bevor es weitergeht, ich muss kurz sauber machen. So, und jetzt verpassen wir unserem Fledermausbällchen noch Flügel. Also, ich brauche mein schwarzes Papier, ich brauche meine Schablone und ich habe mich jetzt noch dafür entschieden, einen Stift dazu zu nehmen, damit ich das Ganze gut aufzeichnen kann. Ich habe einen Kreidestift genommen, einfach damit das Ganze auch danach wieder gut weggeht. Sieht gut aus. Wir streichen unsere vorgezeichneten Linien noch ein bisschen ab. Und dann brauchen wir natürlich noch ein zweites Flügelchen. Also der ganze Spaß nochmal. Ups. Und dann ist der zweite Flügel fertig. Und wir können das Ganze ankleben. Aufpassen! Die beiden Fäden brauchen wir nachher noch zum Anbinden. Und die Flügelchen kommen so hier rein. Ich wusste, dass mein Sekundenkleber schon wieder zugeklebt. Da aber noch einiges drin ist und ich das nicht einfach wegschmeißen will, pieke ich jetzt weiter unten ein Loch ein. So, und damit ist unser Fledermausbällchen fertig. Und natürlich, wir brauchen nicht nur eins, wir brauchen ein paar für unsere Girlande. Ich würde sagen, drei genügen mir davon. So, als nächstes folgen dann die kleinen Geister. Dafür machen wir jetzt weiter mit Weiß. So,
Und zwar umwickeln wir jetzt auf diese Weise einfach unsere Finger in einigen Bahnen. Und das müsste genügen. Ich habe jetzt insgesamt 70 Mal um meine Finger gewickelt. Dann können wir den Faden abschneiden. Und wir brauchen einen längeren Faden. Ups. Und mit dem Faden knoten wir jetzt das hier oben zusammen. So. Schön doppelt knoten, damit das hält. Das Ganze muss schön eng sein. Dann setze ich das jetzt wieder auf. Das kann ich schon abschneiden, das brauche ich nicht mehr. Und ich nehme jetzt noch einmal einen Faden, denn wir legen das einmal so um den einen Finger und unter dem einen Finger knoten wir das Ganze jetzt nochmal ab. Also quasi so. Ist nicht ganz so gleichmäßig. An manchen Stellen steht es etwas raus. Deswegen, wir müssen eventuell ganz leicht nachzupfen. Aber dafür haben wir die Häkelnadel. Und wenn das passt, schneiden wir jetzt hier unten auf. Die beiden Fäden waren die Fäden, mit denen ich das Ganze zusammengeknotet habe. Die muss ich auch noch abschneiden, sonst sitzt das nicht gut. Und dann schneiden wir das Ganze hier unten noch etwas in Form, damit es gleichmäßiger ist. Ups, das ist unser kleiner Geist. Und auch davon brauchen wir ein paar. Ich bleibe jetzt dabei. Ich mache von allen drei. Und zu guter Letzt folgt dann auch noch der Kürbis. Also, wir brauchen jetzt Orange. Erst einmal einen einzelnen Faden. Den lege ich hier zwischen meine Finger. Und dann beginnen wir das Ganze wieder aufzuwickeln. Dieses Mal etwas schmaler. Beim Geist habe ich die Finger ausgestreckt. Hier lasse ich sie zusammen. Das wird jetzt sehr viel. Es dauert. Und damit habe ich das Ende erreicht. Ich habe meine Wolle aufgebraucht. Ja, mehr kann ich eh nicht nehmen, ne? So, dann können wir das Ganze jetzt festknoten. Ich mache erst einmal einen leichten Knoten. So, und dann ziehe ich das Ganze ab. Vorsichtig. Und dann verknoten wir richtig. Auch hier aufpassen, dass es schön hält. Also ihr werdet mindestens 2 Knoten machen müssen. So, und dann schieben wir das noch ein bisschen hin und her und ziehen das Ganze auf, damit es runder aussieht. Mein Endfaden schneide ich ab, der hängt mir komisch im Weg. Okay, das sieht soweit in Ordnung aus. Dann kommt jetzt der Pfeifenreiniger. Den schieben wir hier einmal drunter. Das wird jetzt unser Kürbisstrunk. Wir biegen den einmal hoch, verzwirbeln den ein bisschen. Dann biege ich hier wieder runter, schiebe das Endstückchen noch einmal durch den Faden, mit dem wir den Knoten gemacht haben. Und dann drehen wir das Ganze noch ein bisschen ein, damit das wie so eine kleine Kürbisranke aussieht. Und dann schneiden wir es ab. Und die beiden Fäden, mit denen wir das verknotet haben, können danach auch weg. So. Und dann haben wir auch einen kleinen Wollkürbis fertig und davon machen wir auch 3. Und dann habe ich tatsächlich alle fertig, die ich brauche. Ich glaube, länger muss meine Girlande zumindest nicht werden, wenn ihr eine längere haben wollt. Alles gut, macht so viel, wie ihr wollt. Und dann würde ich sagen, können wir anfangen, das Ganze aufzuhängen. Ich nehme jetzt mein Baumwollgarn und beginne das Ganze aufzufädeln und anzuknoten. So, hier wird einfach mit den beiden Restfäden geknotet. Danach kann ich die dann auch abschneiden. Und dann hängt das Fledermausbällchen. Als nächstes dann der Kürbis. Da fädle ich jetzt das Ende hier mit der Häkelnadel einmal durch. Ich würde empfehlen, dass ihr das nicht komplett fest verknotet, sondern immer so, dass ihr das Ganze auch noch verschieben könnt, damit ihr die Position dann auch noch anpassen könnt, so wie es euch gefällt. Damit haben wir es geschafft. Die Girlande ist fertig. Ja, die können wir gleich aufhängen, würde ich meinen.
Und das war's. Unsere Girlande ist fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ich würde mich ganz ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder eine Anregung für ein neues Video, lasst mich das doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Und ich würde meinen, ich suche mir jetzt gleich noch einen anderen Ort, damit meine Girlande noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und hey, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt. Dann verpasst ihr zukünftig nämlich keine neuen Videos mehr von mir. Und ich freue mich da ganz doll darüber. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos sehen wollt, vielleicht noch was zum Thema Halloween, dann guckt doch mal da oben, da packe ich noch was hin. Und dort gibt es auch noch ein anderes Video. Und ansonsten würde ich meinen, macht's gut, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und dort drüben geht's noch zu meinem Shop für Wolle und selbstgemachte Sachen. Also, bis dann.